Kaki, der steht komplett blank, legt den Ball wieder in den Rückraum. Und direkt mal vernascht er den nächsten hier mit einer Ballrolle, schießt, könnte es gefährlich werden, aber da kommt eine Melone angeflogen, hat den Ball aber leider nicht. Hat einfach das magische Auge für meinen Laufweg, der Ball kommt zu mir, ich probiere es mit links und jetzt mit dem... Bisschen tiefer. Was ist los heute, Digga? Holzi, was für Boris? Das kenn ich leider. Ihr habt die Info bekommen, Hans wird als Teilzeittrainer dabei sein, heißt, er wird uns auch unterstützen. Kreisliga B ist nochmal was anderes, auch wenn es in Anführungsstrichen nur eine Liga höher ist. Aber du hast auch da eine andere Qualität. Wir müssen Zweiter werden, um in diese Aufstiegsrunde zu kommen. Und der beste Dritte kommt weiter, wir sind der schlechteste Dritte aktuell. Ich habe mir die Tabelle angeguckt, Bana. Wir sind der schlechteste Dritte mit 13 Punkten. Und Hans hat mir auch noch eine kleine Nachricht geschrieben, die ich einmal vorlesen will. Er hat geschrieben: Haltet alle die Fresse und holt 3 Punkte. Also auf geht's weiter! Freunde, heute... Genau, jetzt muss er pfeifen, ja? Heute starten wir offiziell in die Rückrunde. Genau, wir spielen gegen den Letzten, der uns in der Hinrunde einfach 4-3 weggeklatscht hat. Aber heute müssen wir uns revanchieren, ne? Also heute klatschen wir die weg, oder? 8-2 mit Ansage. Nee, hätte man verschlafen einfach. Das sind doch alles faule Ausreden. Der hat da Mario Kart zu Hause gezockt und der andere hat einmal ganze Zeit im Bett gelegen, Alter. Meine Fresse. So viel zum Thema Holzi ist krank, ne? Ja, guck mal. Macht eine Show hier wieder, kennst du noch? Ja, guck mal, mein Handy, was machst du denn da? Hat einer eine Box? Nein. Perfekt. Dann sing mal ein bisschen, Meli. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei, Schmier und Milch. So gewinnt man auf jeden Fall Spiele. Wir tippen jetzt beide das Spiel und der näher dran ist, der muss dem anderen Essen ausgeben. Okay, komm. Okay. Du darfst sogar anfangen. Ich darf anfangen. Ja. Ich sage 3-1 für uns. Scheiße, ich wollte auch 3-1 sagen. Nee, dann sage ich auch 3-1 für den Gegner. Für den Gegner? Ja. Und dann schauen wir mal, was Handschlag, eigentlich. Handschlag drauf. Das ist schon ekelhaft von dir, ne? Ja, Bruder, ich tippe lieber gegen die Mannschaft, weißt du, weil dann freue ich mich, wenn die verlieren, weil ich habe ja richtig getippt. Und wenn die gewinnen, freue ich mich auch, weil wir haben gewonnen. So kann ich nicht verlieren. Ja, das stimmt. Das ist halt Psychologie und so, ne? Ey, Jungs, nimmt das heute ganz entspannt, ne? Gar kein Stress. Macht einfach euer Ding, ne? Und wenn nicht klappt, ist auch nicht schlimm. Was machen die ganzen Kameraleute eigentlich hier? Filmen. Diese Strähnenlecken, Alter. Was ist heute los, Digga? Heute ist wirklich irgendwas los, Digga, wirklich. Mein Zeug ist du, Freizeug. Zwei Tore, ja. Du. Zwei Tore. Seid wach von Anfang an. Wir haben uns, wir machen hier auf und ab, aber 90 Minuten sind wir alle das fetteste Team, was es gibt, Alter. Wir sind ein! Und damit starten wir in das erste Spiel der Rückrunde. Wir müssen richtig Gas geben. Schreibt euren Tipp für dieses Spiel jetzt in die Kommentare, ohne zu schummeln, Leute. Nicht mal eine Minute gespielt und die Stimmung ist auf jeden Fall schon sehr hitzig. Hier wird der Johnny einfach mal ganz kurz umgetackelt beim Einwurf. Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Andrew hier locker aus der Hüfte mit einem langen Brot in Richtung Johnny. Johnny mit einer guten Annahme legt den Ball hier quer und Luis kommt leider nicht mehr ganz ran. Das war eine schöne Aktion. Und die nächste lässt auch nicht lange auf sich warten. Taki hat den Ball, hat viel Zeit und das Auge für Boris. Der legt ab auf Luis. Aber der Schiri entscheidet auf Abseits. Ja, da schauen wir doch nochmal rein, ob das wirklich Abseits war. Wir halten das Bild an, Taki schlägt den Ball und ich würde sagen, das ist gleiche Höhe. Ja, Boris und Luis setzen sich dann gut ab, aber mein Gott. Fehlentscheidungen gehören auch dazu, ne? Langer Ball von SFD Richtung Nummer 7, dem Stürmer vom Gegner. Das macht der überragend, nimmt den Ball da an, macht ein paar Faxen und will an Rafa vorbei, aber nicht mit Rafa Papi, der haut den einfach kurz um. Ihr wisst ja, Standards sind unser Nemesis und dieser Freistoß flattert ihr hoch in den 16er per Kopf, aber Meli hat den Ball zum ersten und wir klären den Ball jetzt erstmal hier raus, ey. Boah, das war auf jeden Fall eine Mega-Chance hier für den Gegner. Johnny macht das Spiel schnell, aber diesmal ist es wirklich abseits. Taki hat schon wieder alle Zeit der Welt und das darf sie ihm nicht geben, denn dann packt er so einen Ball aus dem Fußgelenk aus auf den Uwe. Der will jetzt an der Nummer 15 vorbeigehen, der räumt den aber ab. Trifft auch Ball, aber auch sehr, sehr viel Uwe, deswegen gibt es einen Freistoß. Ich will den Ball und du schreibst. Hallo!
Immer der arme Uvinho. Und Bori aus Moria bringt jetzt hier den Ball in den 16er. Johnny kommt erst dran. Wir verlieren ihn. Boris slippt da selber kurz in die Unterwelt. Setzt hier aber gut nah. Wir schneiden wieder um auf die Hauptkamera. Der Ball kommt nochmal reingespielt. Wir kommen aber nicht mehr ran. Und Taki hat wieder den Ball. Taki täuscht an auf Boris. Boris. Was macht Boris? Geht doch wieder, versucht hier ins Dribbling zu gehen, den Ball da durchzustecken, aber ja, wir verdaddeln den Ball. Nächster langer Ball vom Gegner auf die Nummer 7. Langsam erkenne ich hier wieder ein Muster und die Nummer 7 setzt sich schon wieder durch. Ist jetzt auf der Außenbahn und will ihn reinflanken, da wartet aber nur der Uwe. Lauter Ball. Und Boris kommt jetzt angelaufen, um die ganze Situation zu entschärfen. Der Einwurf wird hier vom Gegner schnell ausgeführt. Jetzt gibt es hier einen Heber in Richtung der Glatze vom SFD. Ist das jetzt hier ein Schuss oder legt er ihn quer? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das Ding am Ende nicht drin und das ist das, was zählt. Wir versuchen uns hier in der Mitte zu befreien. Etwas riskanter Pass von Boris, aber Yannick spielt ihn nochmal zurück zu Meli. Der knallt ihn nach vorne und kommt sogar über die Mittellinie. Ich spekuliere jetzt auch, dass der Ball durchflutscht und das tut er auch. Perfekt in meinen Lauf. Ich kann den Ball noch annehmen. Was mache ich jetzt? Ah, Ecke rausgeholt. Das war natürlich mein Plan. Schon wieder ein langer Ball hier vom Gegner. Und Willi ist da ganz eng beim Stürmer. Der Stürmer kommt hier erst an den Ball. Der Willi haut den einfach in die Unterwelt. Ja, macht da hinten einen guten Job, ey. Boria treibt den Ball durchs Mittelfeld, verliert ihn jetzt hier leider, aber als Team versuchen wir direkt den Ball zurückzuholen. Gehen alle da drauf, Boris setzt nach Yannick und am Ende auch Taki, sodass Rafa den Ball nach vorne knallen kann. Und dieser Ball flutscht schon wieder durch, diesmal zu Johnny, der ist frei vom Tor, legt ihn jetzt aber quer und da ist der Luis, der muss ihn nur noch reinschieben und das ist das 1:0, stark ausgespielt. Schönes Tor da rausgespielt, wir gehen 1:0 in Führung, aber wir müssen natürlich auch wieder aufpassen, dass wir sie hinten nicht kassieren. Auf einmal sind wir hier 2-1, aber wir rücken nochmal nach, Schuss auf einmal, aber Meli hält uns hier drinne. Die Melone mit einer Glanzparade, eieiei, der ist ja hier heute in Topform. Ja, Meli! Jedes, Rafa, jedes Mal die Siebener, bleib doch enger dran. Der Weltspieler Uwe am Ball, spielt den Ball rüber, der prallt vom Schienbein zu dem Johnny. Johnny legt den in den Rückraum, ich zieh direkt ab, aber da ist der dicke Eumel vom Verteidiger noch dazwischen und schon wieder Necke rausgeholt. Pablito, unser Zauberfuß mit der Nummer 10, macht hier eine Drehung und spielt den Ball hier auf Luis. Luis direkt auf Taki und Taki fasst sich mal ans Herz und schießt einfach mal. Das war wohl eher ein Schüsschen. Der Ball kommt zu mir, ich will das Spiel ein bisschen schnell machen, sucht den Doppelpass mit Luis, der hält aber erstmal den Ball, guckt, was er für Optionen hat, legt ihn auf Taki und jetzt spielen wir da ein bisschen zu viel vorm Tor rum, der legt ihn auch nochmal rüber, Pablito spielt ihn rein und am Ende kann SFD es klären. Uvinho, unser Weltspieler, ackert hier gut, ist am Ball, jetzt kurz beim Gegner, aber Boris spielt den Ball hier in den Lauf von Johnny, wir gehen auf die Drohne, Johnny spielt den Ball direkt in den 16er, aber da ist ein Verteidiger dazwischen. Chancen über Chancen, schneller Einwurf auf Taki, der steht komplett blank, legt den Ball wieder in den Rückraum, da bin ich, zieh direkt drauf. Luis probiert's noch mit der Hacke, aber der geht knapp daneben. Das wäre ein Maschalator. Sag mal, Holzi, wieso hast du denn eigentlich ein Trikot drunter? Ja, Bruder, das Trikot ist so fresh, das muss man natürlich immer drunter haben. Ne? Support ist kein Mord. Und ihr könnt das Trikot jetzt auch anhaben, denn ihr könnt es einfach bestellen. Sogar mit Name und Nummer personalisiert. Wie geil ist das denn? Das Heimtrikot und die Heimhose streng limitiert. Das heißt auf jeden Fall schnell sein, weil ich weiß nicht, wann unser Vorrat aus ist. Irgendwann ist er auf jeden Fall aus und dann machen wir den Laden zu. Deswegen schnell sein, Leute, und gönnen. Ja, das hat mein Vergangenheitssicher auf jeden Fall da richtig gesagt. Das G steht für gönnen und gönnt euch jetzt hier auch diesen Pass hier vom Verteidiger. Der geht straight in den Lauf von Johnny. Zum Glück für uns, Johnny legt den Ball quer. Luis, aber der Torwart hechtet da perfekt hin. Ach du Heilige, wo hat der diese Parade denn rausgeholt? Aber der Ball bleibt immer noch heiß. Luis legt ihn hier ab für Taki. Taki versucht nochmal. Und ich weiß nicht, ob es der Torwart war oder der Verteidiger, aber schon wieder eine Parade. 30 Sekunden später dann diese Aktion hier. Taki legt den Ball ab für Spidey. Spidey knallt drauf vor die Latte. Digga, was ist denn hier los? Innerhalb von einer Minute nur Torschüsse und Boris knallt auch nochmal drauf in den Rücken von irgendeinem Dude. Jetzt schieß doch bitte. Nein! Da jetzt Boris. Oh, ich schneide einen ab. Digga, was passiert denn hier gerade? Das waren 6 Schüsse hintereinander, Alter. Und jetzt kassierst du den Konter, Bruder. Pass auf. Einwurf der Gegner, Boris kommt da angerauscht und setzt seinen Körper ein, von dem er mehr als genug hat. Aber der Schiri empfindet das als ein bisschen zu viel und pfeift Freistoß. Ihr wisst, was jetzt passiert, Freunde, ne? Ich will es mal sagen. Ich weiß gar nicht, was der Holzi meint. Aus dem Winkel kann man ja eigentlich gar kein direktes Tor schießen.
Ja. Oder der Ball war so schlecht. Der Ball war so unnormal schlecht. Sogar aufgetischt. Aber man kann. Ey, Rose Emeli bitte nicht. Der ist auch jetzt natürlich bei diesen Dingern noch nervöser. Und das, glaube ich, einfach Nervosität und dann Totalausfall. Von diesem Gegentreffer lassen wir uns diesmal aber gar nicht beirren und spielen direkt weiter nach vorne. Ich versuche den Johnny zu schicken, aber der Schiri pfeift jetzt hier schon das Foul an mir. Dafür gibt es Freischuss. Den bringt Pablito butterweich auf Boris Birne und der setzt nur knapp drüber. Und wir starten mit einem Luftball. Der prallt hier von dem Kopf des Gegners ab und Johnny macht das Ganze schnell. Spielt hier direkt auf Spidey. Spidey einfach weiter in die Richtung von Luis. Luis kommt da angerannt, hat jetzt hier den Ball, auch die Möglichkeit quer zu spielen. Aber macht's alleine, legt den Ball vorbei und das ist das 2:1. Jawohl, das ist doch mal eine Antwort. Geil. Luis, komm doch hier jubeln bitte. Lass mich doch nicht im Stich. Der kriegt gar nichts mit, der Junge hier. Ey, egal, stark gemacht. Jubel! Kauft jetzt dieses schöne Trikot. Ihr könnt auch Luis hinten drauf machen, aber ich empfehle natürlich mich. Da sind wir wieder back im Game. 2:1 und Boris erobert schon wieder den Ball. Direkt geht's wieder nach vorne. Luis wird geschickt, läuft auf den Torwart zu, spielt wieder nicht quer, sondern probiert's direkt. Aber diesmal wäre das Querspiel vielleicht die bessere Option gewesen. Mach noch einen, Luis! Johnny, komm! Johnny, komm! Luis! Alles gut, Luis! Situation direkt danach, weiterhin heiß. Pablito hier mit einem Pass auf Spidey. Der nimmt den super mit einer Drehung mit, schießt angeblich abseits. Ja, da gucken wir doch nochmal rein, Herr Schiedsrichter. Gar kein Thema. Hier kommt der Pass jetzt von Pablito. Wir frieren das Bild ein. Spidey ganz klar nicht im Abseits. Also bis dahin auf jeden Fall alles regulär. Aber dadurch, dass er im ersten Versuch hier nicht trifft, ist der von Johnny auf jeden Fall im Abseits. Von daher geht das noch in Ordnung. Andrew knallt die Pille nach vorne und da wartet schon wieder der Johnny, der den runterpflückt und einfach wieder querlegt auf den Luis. Und den kann man machen, muss man aber nicht. Der Luis will scheinbar den Hattrick heute nicht. Schade, Luis. Der Gegner kam gar nicht mehr in unsere Hälfte. Der FC Brotatatas mit dem nächsten Angriff. Rafa schickt mich die Linie runter und ihr wisst, was jetzt kommt. Genau, Ecke rausgeholt. Ah, da ist der Papito. Komm, Pablito. Papito. Der hier ist für den Hans. Oh. Ey, nicht Englisch machen, ne? Englisch für Hans. Mach schön Deutsch hier. Pablito jetzt hier mit einer Ecke für Hans Abay. Und die geht tatsächlich rein. Die wird vom Kopf von irgendeinem Verteidiger so abgefälscht, dass sie da einschlägt. 3:1, kurz vor der Halbzeitpause. Jawoll. Ja! Ja! Für Hans! Jawohl. Für Hans, Alter! Stark. Also scheinbar funktionieren die Tipps und Tricks vom Hans, ne? Haben wir noch beim Training gelernt und schon klappt's auf einmal. Und mit diesem Puskas-würdigen Tor verabschieden wir uns erstmal in die Halbzeit. 3:1, damit ist Mo's Tipp gerade gültig, ne? Und die erste Halbzeit ist auch rum. Also der Tipp von Mo stimmt zur ersten Hälfte. Aber wir haben ja noch die zweite Hälfte. Vielleicht schießt ja der SFD Süd nochmal 3, 4, 5, 6 Tore, dann kommt noch mein Tipp rein. Ich hoffe natürlich nicht, kann gerne so ausgehen. Überragende erste Halbzeit, kann man eigentlich sagen. Wir kassieren nur Standardtore, ne? Ey, wirklich, wenn, dann können die nur Ecken oder Freischüsse reindrehen. Ich kann nicht ein Spiel spielen ohne Eiertor, ey, wirklich. Ey, du bist auch ein Eiermann, Alter, ist okay. Dafür lassen wir die Chancen auch genauso auf der anderen Seite liegen, wirklich. Von 2 Metern neben das Tor. Das war krass. Aber ja, machen, das ist unser Spiel, das ist unser Spiel. Endlich. Mit dem Tor der gute Hans, Corona-Zeit, ja. Zeit, dann, wirklich. Dank Hans. Für Hans, für Hans. Du kannst den Nice-Dinger nice machen, wenn du das verkackst, machst du wieder. Du bist die Person, dass du den Nice-Dinger nice machen musst. Ja, ich bin wirklich am Triefen wie sonst was. Ich weiß nicht, wie es dem Jungen so gut gehen kann, ne? Aber der macht ja eh nur Ecken. Ja, ich muss ja ein Spiel machen. Mach das einfach. Spiel es hinten raus, die Tore, die ihr raus spielt, super. Angriffe auch top. Alles läuft tippitopp, so kann es noch weitergehen in der zweiten Halbzeit. 3:1, gute Ausgangslage hier für die zweite Halbzeit. Jetzt müssen wir das locker runterspielen, aber dieser lange Ball wird hier direkt gefährlich. Der will Meli chippen, aber die Melone hat den Ball. Da waren wir kurz noch am Pennen, aber genauso ist SFD am Pennen mit ungenauen Bällen, der jetzt hier zu mir springt. Ich spiele den auf Taki und Taki sollte es eigentlich alleine machen, denn Luis steht hier leider im Abseits. Deswegen zählt dieses Tor auch nicht. Abseits. Hey, hör auf, jetzt aufzunehmen. Das ist Abseits. Bruder, Torwart spielt einfach mit Regenjacke hier.
Während Mo noch den Torwart begutachtet, erobern wir hier schon wieder den Ball. Ich spiele ihn auf Luis. Luis legt ihn nochmal zurück auf mich, aber ich werde jetzt hier erstmal umgegrätscht mit offener Sohle. Kann man pfeifen? SFD versucht jetzt hier den Konter rauszustarten, aber der Ball ist schon wieder zu ungenau dafür. Johnny hat ihn. Ja, dann kannst du dich verpissen. Oh, Johnny. Während unsere Bank da komplett am Abdrehen ist, ja, knallt der gegnerische Torwart einfach mal einen langen Ball. Der wird gut verlängert, aber Andrew kann da tatsächlich noch an den Ball kommen. Unglaublich, aber der Schiri gibt hier Freistoß. Zum Glück war das außerhalb. Okay, das könnte sehr gefährlich werden. Ne? Ihr wisst ja, wie die Standards bei uns aussehen. Ne? Also 120%ige Wahrscheinlichkeit, dass das ein Gegentor ist für uns, sobald er aufs Tor kommt. Vielleicht hätten wir da noch ein paar mehr Männer in die Mauer stellen sollen, so Pro-Clubs-Taktik, aber 5 Leute reichen auch. Der Ball kommt nicht aufs Tor, Rafa klärt ihn, aber der Schiri hat so Mitleid, dass er jetzt hier nochmal einen Freischuss für den Gegner pfeift. Nächster Versuch, wieder der gleiche Schütze. Was wird er diesmal machen? Kommt er über die Mauer? Ja, und auch fast über den Zaun. Direkt ein Doppelwechsel bei uns. Wir wechseln Ehren und Uwe wieder ein. Keine Ahnung für wen, auf jeden Fall sind die jetzt da. Und 5 Minuten später direkt der nächste Wechsel. Fatlier Mister Ballrolle für Luis. Ach komm, und direkt der nächste Wechsel. Ja, hier Pablito nochmal für Johnny. Und der Gegner hat jetzt hier einen Freistoß aus einer gefährlichen Position. Ja, 28 Meter und schlechter Winkel. Da sind wir besonders anfällig. Und der schlägt ihn in einem schönen Bogen. Und der geht tatsächlich rein. Innenpfosten rein. Ach du Heilige. 3:2 wieder. Wisst ihr jetzt, was kommt, Paar Nummer 2? Pallos, Atem, Pallos! Hallo, Mini! Ja! 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 Paar 2. Willst du was sagen? Ich bin der größte Doofkopf überhaupt. Push dich einfach und sag ihnen, die sollen keine Freistöße in unserer Hälfte verursachen. Okay, jetzt wird's nochmal spannend und eng. 3:2 nur noch und direkt schon wieder ein Freistoß in unserer Hälfte. Ihr wisst, das ist gefährlich, aber zum Glück klärt der Gegner den extra für uns, bevor der auch reingeht. Der Gegner versucht hier hinten rauszuspielen, aber Fatli ist hier hellwach und direkt mal vernascht er den nächsten hier mit einer Ballrolle, schießt mit dem linken, aber leider knapp daneben, ey. Der Junge hätte sich auf jeden Fall das Törchen verdient für die ganzen Ballrollen immer. Jetzt müssen wir mal wieder langsam das FC Bro Potatoes Powerplay aufziehen und den nächsten Treffer zielen. Uwe auf Fatli, der zieht ab, der Torwart streckt sich da und hält den. Ich versuche nachzusetzen, doch den zweiten hat der Torwart auch. Was ist denn jetzt hier los? Dafür, dass der Torwart so klein ist, ist er echt nicht schlecht. Wir erobern aber wieder den Ball und Pablito hat einfach das magische Auge für meinen Laufweg. Der Ball kommt zu mir, ich probiere es mit links und jetzt mit dem dritten sitzt er dann endlich. Der dritte Versuch von mir ist drin und das ist das 4:2. Jetzt wieder also eine etwas komfortablere Führung mit 2 Toren Abstand. Ehren auf Fatlier. Fatlier mit der Hacke. Leider zum Gegner. Der macht schnell. Yannick verlängert den Ball per Kopf. Und da könnte es gefährlich werden. Aber da kommt eine Melone angeflogen. Hat den Ball aber leider nicht. Der schießt und Andrew ganz locker mit der Brust nimmt er diesen Schuss hier runter. Ach du Heilige. Und da knallt er auch noch so einen Ball in den Lauf von Ehren. Der ist auf einmal frei. Aber vergiss den Ball. Aufgegeben hatte sich der Gegner zu dem Zeitpunkt noch lange nicht. Deswegen mussten wir jetzt nochmal alles dagegen halten, um ihn nicht nochmal rankommen zu lassen. Ich spiele den Ball auf Fatli und der spielt jetzt den tödlichen Pass auf Eren, der wirklich durch ist, frei vom Torwart. Der nimmt ihn direkt und setzt ihn wirklich nur knapp nebens Tor. Ja! Also muss aber direkt nehmen. Andrew hier am Ball. Nein, das ist kein Freistoß. Andrew chillt einfach mal ein bisschen. Ich meine, wir liegen ja auch vorne. Warum nicht? Knallt den Ball jetzt hier schön lang in Richtung Uwe. Was macht der Uwe auf einmal da vorne? Der Uwe knallt hier wirklich auf den kurzen einfach drauf und der ist auch noch gefährlich. Der Gegner klärt den erstmal, aber Pablito fängt den hier mit seiner Birne ab und Fatlier, aka Mr. Ballrolle, ist mal wieder am Werke. Kriegt hier leider aber den Ball abgenommen. Kann man auch mal pfeifen, ne? Und jetzt macht der Gegner das schnell. Der Stürmer gegen Willi Orban, aber das ist Orban-tastisch. Der klärt das hier ganz easy. Vorhang auf für FC Brotatatas, Tiki-Taka, Taki-Taki-Rumba, Passspiel. Sowas Schönes sieht man in der Kreisliga C wirklich selten und vor allem auch bei uns sehr selten. Taki hat den Ball, spielt ihn quer auf Eren, der schiebt ihn rein und das ist wirklich das mit am schönsten rausgespielte Tor, was wir jemals erzielt haben. Wirklich Respekt an die Jungs und das ist das 5:2. Ja, 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 ja! Ja, 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 ja.
Jetzt läuft der Ball aber rund hier beim FC Brotatatas. Etem auf Pablito, Pablito auf Fadli, Fadli auf Spidey, Spidey nochmal nach außen auf Youssef. Youssef spielt den Ball jetzt hier nochmal für Eren und Eren krallt hier in den Gegner rein und dafür gibt's einen Freistoß. Und diesen Freistoß wird kein geringerer bringen als Andrew. Andrew mit dem linken Hammer. Fadli täuscht an, er schießt und er kommt gefährlich, aber der Torwart kratzt den da wirklich irgendwie noch von der Linie. Ach du Heilige, das wäre ein schönes Tor gewesen. Jetzt waren nur noch wir am Spielen und langsam sind wir wirklich sicher geworden und haben angefangen ein bisschen zu spielen, ein bisschen zu tanzen, wie ihr hier seht. Der Gegner wird hier komplett nass gemacht und verständlicherweise dreht er da ein bisschen durch und haut unseren Spieler erstmal um. SFD versucht es nochmal hinten raus zu kombinieren, aber selbst hier machen wir so viel Druck, dass kein Ball mehr ankommt. Ich habe den Ball, spiele ihn direkt auf Eren und Eren ist schon wieder Richtung Tor und schiebt ihn ins lange Eck. Mein Gott, 6:2, wunderschön. Wir schauen uns mal direkt den anfolgenden Anstoß an. Selbst da machen wir weiter Druck. Wir pressen ohne Ende, obwohl 6:2 steht kurz vor Abpfiff. Und die Gegner sind so nervös, dass ich hier jetzt direkt die Chance nach Anschuss habe, mit dem ersten Ballkontakt das Tor zu machen. Aber der Torwart ist schon wieder da und vereitelt das. Wir befinden uns in der Nachspielzeit. Diesmal eine ähnliche Freistoßposition wie eben bei dem Gegentor. Aber diesmal geht er zum Glück daneben. Sonst wäre er wahrscheinlich drin gewesen. Ne? Ich will kein Auge machen, aber das Spiel ist aus. Wir gewinnen 6:2, das erste Rückrundenspiel für uns. Und so kann es weitergehen. Ich weiß nicht mal, wie es ausgegangen ist. 6:2 oder so. Ja, 6:2. Ja, dafür, dass der Torwart so klein war, der echt gut war. Ja. Ich weiß nicht, ob der Torwart gut oder schlecht war. Ne? Ey, aber bei manchen Dingern war der so gut. Erste Halbzeit, muss ich ihn direkt nehmen. Da hat er auch gegen die Laufrichtung so geholt. Ich finde auch verdient gewonnen. Oh, mehr brauche ich nicht sagen. Glückwunsch, schönen Sonntag noch. Gib mir ein H! Scheiße, ich kann nicht mehr. Das war so Luis, aber hätten wir dich nicht. Aber heute wirklich stark gespielt von jedem Mal. Jeder hat als Team. Wow. Wir sind wieder im Streichelzoo. Egal, mein Tipp ist nicht aufgegangen, aber lieber so als andersrum. Ich bin im Fernsehen.